Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Saison in F1 2017. Ich bin's Jan und mit dabei ist der Mike. Hey Leute! Jawohl, also ich habe jetzt auch ein Lenkrad, ja, wir beide fahren jetzt hier mit Lenkrad, haben ein bisschen trainiert, aber nur ein bisschen. Ja, also nur ein bisschen. Wir können uns auf der Strecke halten, so mehr oder weniger, nein, Spaß, also wir wollen natürlich was erreichen. Wir sind zusammen in einem Team, fahren bei Ferrari. Mike ist Fahrer 1, bin Fahrer 2. Weil ich bin einfach noch ein bisschen schlechter. Wir gucken mal, wie sich das dann im Verlauf der Meisterschaft einfach auch aufteilt und so weiter. Aber erstmal so von Anfang an sagen wir, okay, Mike geht vor und ich meine, wir sehen es ja gleich im Qualifying und so. Und dann schauen wir von Rennen zu Rennen. Aber auf jeden Fall, Mike kommuniziert mit der Box, ja. Der ist unser Boxenfunk. Ich bin der Boxenfunk-Man, ja. Richtig und, geil. Und ich würde sagen, wir starten rein. 50% mit Qualifying, das heißt, ein Rennen, zwei Folgen. Jo, und auf beiden Kanälen auch. Right. Also auch auf genau, aus beiden Sichten. Aus beider Sicht angucken. Also wer jetzt auf meinem Kanal ist, kann auf Jans Kanal vorbeischauen, rechts und bei mir verlinkt. Und andersrum natürlich auch, wer bei dir ist, kann bei mir gerne vorbeischauen. Könnt ihr das aus beiden Sichten sehen, hier den Boxenstop-Man. ja, wäre ganz nice. So, kurzes Qualifying bedeutet... Wir haben 10 Minuten oder 10 so. 10 Minuten dürfen so, wir fahren, ne? Okay. Dann machen wir das mal. Das Ding hier überspringen. Das überspringen wir, ja. Das ist dafür da. Wirklich mal gesperrt, also mein Video. Das war richtig geil. Session-Info schaue ich mir jetzt erstmal an. Wie sieht's denn hier aus? Okay. Kein Regen. Zumindest nicht im Qualifying. Im Rennen auch kein Regen. Das ist schon mal gut. das ist richtig gut, ja. Damit haben wir schon mal ziemlich viel gewonnen. So, wir können natürlich gerne in die Kommentare alles mögliche reinschreiben und so weiter. Oh, du bist schon rausgefahren. Nee. Nicht? Okay, genau, du bist hier gerade rausgefahren. Ich dachte, das bist du. Ja, du kannst auch mit dem Lenkrad, wenn du es nach rechts drehst, kannst du zu mir gucken. Das ist richtig geil. So, ich guck auch mal in die Session-Info, wollte ich auch mal reingucken. Okay, das reicht mir erstmal. Also müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir eine richtig, richtig gute Runde hinlegen. Weil das ist natürlich sobald, ganz, ganz wichtig. Ja. Machen wir. Rausfahren. So, ich fahre mit lila den Reifen raus. Und, jo, ich habe auch lila, ja. Versuch damit mir okay, die Zeit zu machen. Im Training, wir haben mehrere Strecken auch trainiert, vor allem Österreich, jetzt ein bisschen Australien. Wir haben gemerkt, wir sind mit unserem Ferrari beim Reifenmanagement ziemlich gut. Das heißt, wir können... Wenn wir uns hier mit Lila qualifizieren, wenn wir keinen Unfall bauen, das kommt natürlich auch noch dazu, relativ lange fahren, bis wir dann erst an die Box müssen. Das hat bis jetzt ziemlich gut funktioniert. Und ich schalte jetzt aber mal trotzdem hier auf Boxenansicht. Uiuiui. Also Leute, ich habe erst das Lenkrad ist seit gestern da, ja. Aber also ist geil. Ist es auf jeden Fall ist es geil. Aber falls das heute in dem Rennen noch nicht so ganz so läuft, wie es laufen sollte, ja, dann seid ein bisschen nachsichtig, aber könnt gerne Tipps reinschreiben. Genau, also Tipps sind natürlich ganz, ganz wichtig für uns beide. Bei mir ist halt auch so, wir haben die Empfindlichkeit ein bisschen so eingestellt, dass ich halt das Lenkrad genauso lenkt wie im Spiel, also dass es 360 Grad hat. Und das hatte ich vorher eigentlich noch nie gehabt, das habe ich auch gar nicht bedacht eigentlich immer. Und das ist jetzt für mich auch ein bisschen neu, da muss ich mich auch erst gewöhnen. Also, alles so ein bisschen, so quasi, wir sind beide noch Anfänger. Ja, aber das macht gar nichts. Wir versuchen alles. Wir gehen auf jeden Fall auf die Konstrukteursmeisterschaft, versuchen Mercedes da zu schlagen. Ja, klar. Bin echt auf die Leistungen von Mike gespannt. Also ich bin da immer noch so ein bisschen wackelig auf der Strecke und wenn ich mich halten kann, eigentlich auch okay schnell. Versuche das alles mit Taktik rauszubekommen und weniger Boxenstopps zu machen. Aber jetzt mache ich gleich meine erste gezeitete Runde. Ich jetzt auch. Eine bin relativ direkt langsame dir. Einführungsrunde ja, ich gemacht. Ich merke schon, weil ich hole dich gerade richtig ein. Bild, das war jetzt zum Beispiel. So, ich bin direkt hinter dir auf der Geraden. Das ich hoffe, du wirst mich nicht so überholen. Geil. Ja, da hättest du ein bisschen mehr Abstand lassen müssen, aber. Ich dachte ja nicht, dass du so langsam fährst. Vielleicht fahre ich dir das auch einfach weg. Ich versuche mich zu konzentrieren. Ihr seht ja auch. Ich muss mich konzentrieren. Das ist die Kurve. Ihr seht ja auch, wie ich mein Lenkrad bewege. Also. Ja, darauf bin ich echt gespannt auf die Kamera. Stimmt, cool. Könnt ihr ja
auch gerne was in die Kommentare reinschreiben, wenn ich das irgendwie zu hastig bewege oder scheiße. Irgendwas. Das ist natürlich eigentlich ganz geil, wenn wir jetzt... Lilan Sektor gemacht. Wir cutten die Folgen beide ungefähr gleich lang. Also da könnt ihr einfach super, wenn ihr auf dem PC seid zum Beispiel, einfach beide Folgen nebeneinander öffnen. Und ja, einen Sound ausstellen direkt. Und dann habt ihr einfach beide Sichten nebeneinander. Das ist doch voll geil. Ich merke jetzt schon, dass ich ganz anders fahre als gerade noch im Training. Ich bin viel konzentrierter und angespannter und... Also ich habe gerade ein paar Kurven nicht geil genommen. Richtig oh, schlecht. Oh, das war nicht gecuttet, das ist gut. Bist du noch hinter mir? Ja, ja. Aber auch direkt, oder? Ja, ich sehe dich. Du bist gerade in die Kurve gegangen. Jetzt fahre ich. Ich bin jetzt in der Kurve drin. Okay. Also ich bin schlechter in der Runde gefahren, glaube ich, als du. Ich habe ein paar Kurven richtig kacke genommen. Oh shit. Aber ich habe hab ja noch ein paar Runden hier, die ich fahren Also gut war das nicht. Ne, ich bin Zweiter. Oh. Du bist gerade die bislang schnellste Runde. Ja, apropos schnellste Runde. Also ich habe ja gedacht, ich bin kacke gefahren. Was bist du gefahren für eine Zeit? 1,28,9. Boah, voll gut. Shit. Oh, ich sehe es. Nein, ich bin ganz raus. Was? Mein Reifen ist ab. Hey, darfst du jetzt nicht mehr fahren? Nee. Oh mein Gott. Ah, scheiße. Ich hasse diese Kurve. Leute, das ist mir im Training auch so häufig passiert, dass ich in der Kurve irgendwie zu früh aufs Gas gegangen bin oder so. Ihr könnt das bestimmt besser analysieren, aber jetzt, bis jetzt bin ich auf Dritter. Platz 3 ja. Und ich schau dir gerade zu. Okay, ja, kannst du machen. Ja, Dritter wäre natürlich geil, wenn du Dritter wärst. Wenn ich Dritter bleibe, ja, das ist aber unwahrscheinlich. Ich glaube, ich werde noch durchgereicht. Also ich bin bis jetzt zu Platz 4, habe ich ungefähr eine halbe Sekunde Abstand. Die fahren auch gerade nicht, sind in der Box. Aber das ist... Leute, das darf im Rennen nicht passieren. Meine erste Runde, ich war eigentlich ganz zufrieden, also es war nicht gut. Ich hätte viel besser gehen können, aber ich bin halt echt noch wackelig auf der Strecke. Das wird halt echt die Runde so war gut bei mir. Komm, 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 zieh. Learning by doing zusammen. Zieh, 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 zieh. Die Runde war gut und jetzt will ich noch eine bessere fahren. Ui, 1,27. Okay, du bist auf jeden Fall Erster. Hoffe ich. Du brauchst keine weitere Runde und dein Benzin müsste eigentlich auch ausgehen, zwei oder? Zwei Runden noch. Das ist ein bisschen. Aber du machst deinen Reifen schon kaputt. Geh an die Box, geh an die Box. Dieses besser, Rennen mache ich noch. Dieses, also wenn die jetzt schlecht wird, dann höre ich auf. Aber gerade bin ich wieder besser als gerade. Also ich will hier schon noch eine gute Runde fahren. Wenn das hier möglich ist. Der Spritstand ist sehr niedrig. Dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von zwei Runden an die Box. Ich habe gerade einen lila Sektor gefahren. Das hat gerade mal kurz geruckelt bei dir. Ich muss mal gucken, oder L2, ich muss mal kurz. Ah ne, warte. Warte, das. So weit wollte ich nicht durch. Oh Gott. Also wenn ich die Runde noch gut fahre, dann gehe ich auf jeden Fall nächstes an die Box. Okay, aber Kevin Magnussen. Ich sehe leider nicht, wie gut die unterwegs sind, oder? Kann ich das sehen? Nee, da, okay, ne, das wollte ich nicht. Kameratyp will ich auch nicht ändern. Zuschauermenü. Nee, das. Boah, das ist richtig gut, die Kurve. Rundendaten will ich anhaben. Oh ja. Das ist geil. Jetzt kann ich sehen, wer gerade auf einer guten Runde ist. Ich. Ja, bin ich tatsächlich. Ich bin 26, 1,26 oder so. Oh nein, Sergio Perez. Jetzt. Ja, guck mal, 1,25,9. Richtig geil. Du bist eine Sekunde geil schneller. 1,25,9. Du bist... Alter, okay, also an dich kommt keiner mehr. Okay, ich fahre jetzt langsam, Mike, die letzte Runde fahre jetzt langsam und chillig. Schon mal, ich hoffe, dass ich Erster bin. Ja, du bist locker Erster. Da kommt keiner ran, da macht keiner was. Aber Sergio Perez fährt jetzt gerade, ist aber im ersten Sektor langsamer, das ist schon mal gut. Wenn Sergio Perez Ricciardo Ricciardo schon überholt hat, dann, wenn der jetzt gleich nochmal rausfährt, es sind noch 3,5 Minuten, die fahren glaube ich gleich alle nochmal raus. Dann boah, hinten links habe ich 7% schon, was? Als ob. Du hast halt 3 Runden gefahren, ne? Ja, aber es hat sich auch gebracht, jetzt die letzte Runde nochmal. Aber hinten, dass es hinten links so krass ist. Hinten links ist der stärkste.
du bist halt gut zweieinhalb Sekunden bist du schneller als Lewis Hamilton. Aber der fährt wahrscheinlich gleich auch nochmal. Also. Ja, der, natürlich. Also deswegen wollte ich ja die Runde hier auch noch machen. Harris. Noch bin ich immer noch Dritter, Sergio Perez. Jetzt fährt er. Ah, nee, der fährt sogar in die Box. Hat aufgegeben die Runde. Boah, wenn du Dritter wärst, wäre das richtig gut. Das wäre echt nice, aber ich glaub's nicht. Kann mir nicht vorstellen. Werden gleich, glaube ich, alle nochmal rausfahren. Also ich habe mich natürlich jetzt richtig konzentriert, wenn das im Rennen auch so läuft, keine Ahnung, aber denk. Bottas auf Platz 19. Noch jetzt fährt er raus. Jetzt fährt er raus. Macht seine Einführungsrunde, also die Outlap. Ich denke, das werde ich nicht schaffen, dass ich halt im Rennen so konzentriert bin, andauernd. Aber da, bisher war es ja schon mal ganz gut. Ja. Okay, dann wieder rein hier. Ich finde, das haben wir ja auch gerade gesehen in meinem in meiner Runde gerade. Also Australien ist echt, finde ich, also ich habe die Strecke schon viel mit Controllern zu gefahren, kann die mit Controller auch eigentlich ganz gut, aber es ist halt echt eine gefährliche Strecke, weil du hast halt überall quasi die Banden, wo wenn du halt rauskommst, ist halt dein Reifen ab, so mehr oder weniger. Und es gibt halt einfach auch andere Strecken, da ist das halt nicht so. Da hast du viel größere Auslaufzonen, da, wenn du mal von der Strecke kommst, ist es halt nicht so schlimm. Hier bist du auf dem Rasen und dann ist direkt die Bande da. Und das ist halt echt eine Strecke, wo eigentlich, also in echt, kommt hier glaube ich fast jedes Mal das Safety Car. Mindestens einmal. Und es gibt halt irgendwie immer auch Leute, die rausfliegen und ganz kaputt gehen. So, jetzt sind gerade alle nochmal in der Outlap. Ja, ich sehe es, fast alle. Ja. Doch, alle. Fahren schon ihre gezeitete Runde. Also Hamilton bis 2,4 Sekunden hinter mir, das denke ich, hol er nicht mehr auf. Aber das wäre richtig gut dann, wenn er es nicht aufholt. Also ich glaube, also ich bin, wäre sogar noch im siebten Platz zufrieden, wenn ich bis auf Platz 7 durchgereicht werde. Ja, 5, 6 wäre noch okay. Ja, 7 ist jetzt schon ein bisschen neu, aber geht auf jeden Fall auch klar. Auf jeden Fall. Also für Ferrari wäre Platz 7 schon nicht mehr so geil, aber für mich wäre es noch okay. Ich meine, wäre eine Sekunde schneller. Also ich bin eine Sekunde schneller noch bis der... zum aktuellen Platz 7 ist gerade. Okay, Nico Hülkenberg an der Box, Daniel Kiert, die können es schon mal nicht mehr schaffen. Aber die anderen alle gut. Oh, jetzt Esteban Ocon. Den verfolge ich mal. Hier kann man gucken. Wo ist denn Hamilton? Den würde ich gerne sehen. Was der so treibt, hier ist er. Der erste. Was? Hä? Er hat sich scheinbar nicht verbessert oder was war das jetzt? Verstappen! Sektor 3. Fährt jetzt über Ziellinie 1. Oh, hat mich auch nicht. Uiuiui, die fahren gar nicht so krass viel besser gerade. Der Joe Perez ist in Sektor 1. Auch in Sektor. Alter! Aber die fahren trotzdem alle nochmal eine Runde. Von Ocon. Oh, hä? Ach, jetzt ist vor. Ja! Wie krass ist. Kann man mal machen. Fünfter, Alter. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist okay. Ach, ich bin Fünfter geworden? Ja. Echt? Ja. Nee, das ist aber okay. Das ja, das ist okay. Als zweiter Ferrari-Fahrer ist das auf jeden Fall okay, wenn sich okay, ein ja. Red Bull dazwischen mischt. Hamilton hat auch nochmal draufgelegt, glaube ich, aber. Nee, oder? Doch, ein bisschen, aber. Doch, 1,7 hat er jetzt Abstand, ja. Aber das ist okay, definitiv. Weiter, ne? So, auf geht's. Einführungsrunde. Einführungsrunde, ja, das ist gut, dass ich nochmal eine Runde fahren kann. Ja. Bevor stimmt. Das Rennen losgeht. Das so. Oh Gott, weg. Wegdrücken. So, wenn das jetzt so weitergeht, wäre das ganz geil. So, Rennstrategie. Oha. So, es gibt 29 Runden. Also ich mach mich leicht. Boah, ich fände ja, weiß ich nicht, ob ich Safety Car irgendwie cool finde. So. Ah, ich lasse meine Strategie erstmal so eingestellt auf die Zweierbox-Strategie. Und schau dann. Ja, ich bleib auch dabei. Und schau dann irgendwie von wegen, ja, wie schaut's aus mit Unfall und nicht und Safety Car vielleicht und wie wechsle ich. Also es kann gut sein, dass ich auch einen lila-gelb
fahre, um nur einmal boxen zu müssen, aber ich glaube halt, dass ich mindestens einen Unfall haben werde, wenn nicht beim Start irgendwann nochmal, wo ich halt, wenn ich meinen Reifen nicht abfahre, muss ich halt irgendwie trotzdem noch irgendwie dann an die Box fahren, um den Hügel zu wechseln, und das wird mir dann wahrscheinlich nicht in den Rahmen passen. So, hier als Erster ist auch ganz geil. Wenn ich natürlich einen guten Start hinlege, natürlich ist jetzt die Einführungsrunde, ne Leute, also dass ihr Bescheid wisst, ist nur eine Einführungsrunde hier, weil hier keiner vor mir ist. Ja, wenn ich jetzt aber einen guten Start hinlege, dann wäre das richtig geil, weil dann kann ich mich direkt am Anfang ein bisschen absetzen. Ich versuche Ricardo direkt am Anfang zu überholen. In der ersten Kurve, ne, das wäre geil. In der ersten Kurve, ja. Weil ich starte links, er startet rechts. Und da ist Platz 3 auf jeden Fall drin, würde ich sagen. Wo man eigentlich von rechts besser reinstechen kann. Aber naja, ich hab... Na, schauen wir mal. Aber... Mein Trainingsstart, den wir heute schon hatten, war echt richtig gut. Da bin ich so schnell weggekommen. Und ich hoffe, das kriege ich einfach jetzt gleich nochmal hin. Ja. Gestern im Training waren meine Starts alle richtig schlecht. Naja, muss man erstmal üben. Ich habe auch manchmal das Problem, dass ich halt einfach von der Kupplung abrutsche. Oder einfach das zu früh. Darf dir nicht. Zu früh, oh, das darfst du. Jetzt ist Meisterschaft. Jetzt ist Meisterschaft. Ernst. Ich bin jetzt sogar Erster. Das wäre jetzt richtig scheiße. Jetzt darfst du nicht von der Kupplung abrutschen und einfach losfahren. Ja, ich werde das schon hinkriegen. Lieber ein bisschen schlechteren Start als Durchfahrtsstrafe zu kassieren. So, dann begeben wir uns mal in Position. Oh, ich habe die Einführungsrunde geschafft, ohne eins zu haben. Im Training ist Jan halt immer irgendwie disqualifiziert worden, weil er irgendwie gerammt wurde oder jemand gerammt hat oder irgendwas. Ja, das war alles ganz unglücklich. Oh Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt gerade. Ich auch. Boah, wenn ich jetzt verkacke, ne? Stell dir das mal vor. Oh Gott, Leute! Wer ist eigentlich hinter mir? Verstappen direkt, Hamilton, Paris, Bottas. Ocon. Uiuiui. Du bist Fünfter, ne? Ja, ich bin Fünfter. Seid ihr jetzt mal alle da? Ah, jetzt. Okay, Leute. Auf geht's! Let's go! Start nicht perfekt von mir. Oh, ich werde sogar überholt, ich muss einstecken. Jo. Bei mir will Hamilton vorbeiziehen. Aber kann er nicht. Ich hab's nicht zugelassen. Oh, Ricciardo ist da richtig am Start. Oh, okay, ich bin Sechster. Okay, scheiße. Ja, kein Problem. Ich war kurzzeitig sogar Vierter, aber ich wollte lieber mein Auto heile lassen. Ja, das ist eine gute Idee. Das wäre nicht so geil. Deswegen bin ich da dann doch lieber zurückgesteckt. 29 Runden jetzt konzentrieren, das ist heavy. Bin gespannt, ob das irgendwie funktioniert. Aber auf jeden Fall habe ich den Start schon mal überlebt, ohne dass ich irgendwie eine Durchfahrtsstrafe bekommen habe. Das ist gut. So, und ich bin auch direkt dran, also. Und mich hat auch keiner überholt, das ist bisher ganz geil. Ich überhole gerade Verstappen außen. Okay. Hab meinen fünften Platz wieder. Oh, ui. Nice. Oh ja, sehr, sehr gut. Nice. Boah, Hamilton ist richtig an mir dran. So, ich habe erstmal meine Reifen auch wieder auf meinem Bildschirm gepackt, um zu sehen, wie es da ausschaut. Ich bin mit 9% bin ich da echt schon eher schlecht. Also das ist doof, dass ich schon so viel Prozent habe. Ja, ich auch. Wobei, ich hatte ja auch den Unfall, also da ist da schon beim Qualifying schon ein bisschen. Ich habe hinten links schon 16. Fuck. Ui. Ist nicht so geil. Das ist echt nicht so geil. Sonst 10 und einer hat, glaube ich, sogar nur 6. Komme ich an Bottas vorbei? Ui, das war ein bisschen mit der Brechstange, das tut mir leid, Bottas. Aber ich bist bin du auf vorbei? Ich wurde gedreht. Oh nein. Von Flügel. Nein. Fuck. Ganz rot. Safety Car. Oh, das ist aber Glück, dass das Safety Car da ist. Okay, jetzt Rennstrategie ändern. Hallo, ich will das einstellen.
Gelbe Reifen. Fährt der dann vor mir jetzt? Ja, gleich, gleich. Okay, ich... Mich darf jetzt keiner überholen, ne? Ne, du darfst keinen überholen, du musst... Ja, mich das, darf die keiner, Zeit, meine ich. Ja, dich darf... Ja, auch nicht. Außer du fährst zu langsam, du musst... die Zeit oben rechts sollte möglichst klein sein. Du hast auch eine Zeit oben rechts, oder? Ja, so eine grüne Zeit. So eine grüne... Ja, die muss grün sein, aber möglichst klein. Bei mir ist sie gerade plus 2, das ist ein bisschen groß. Bei mir ist plus 7. Muss mal ein bisschen aufholen, aber ich habe halt einen komplett roten Frontflügel. Ich habe halt versucht, Bottas zu überholen. Ich überholt Hamilton fast, deswegen muss ich ein bisschen Gas geben. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert soweit. Du bist jetzt bis Platz... Bis auf, das ein bisschen Brechstange war. Ich Platz 10, aber ich fahre jetzt in die Box. 10, ja, okay. Fährst in die Box. Aber ja, da kommt tatsächlich Safety Car, das ist ganz geil. Dadurch, dass das Safety Car da ist, ja, verliere ich nicht ganz für mich so ist es nicht viel. Geil, aber für dich ist, boah, es halt geil. Ja, what the fuck. Und zweitens ist es ganz cool, so für die Folge das zu sehen. Ja, ich sehe das Safety Car nicht, schon. Aber... Ja, ich sehe es jetzt direkt vor mir. So, kann ich... So, warte, dann stelle ich erstmal Sprit auf Mager. So, der ist um jetzt direkt vor mir. Werden. Stimmt, das kann ich auch machen jetzt für Safety Car. Brauche ich keinen besseren Schritt. Sprit. Ich... Was? Sind die doof? Leute, ich habe extra auf die Reifen auf gelb eingestellt und ich habe rote Reifen bekommen. Ich habe direkt die Reifen auf gelb auf... Wen wollen die hier verarschen? Ich bin nicht letzter sogar. Aber warum ist das Safety Car denn überhaupt draußen jetzt? Ich glaube wegen meinem Unfall, wegen meinen Teilen, die da lagen. Wegen deinem Ding. Ja, wobei Hülkenberg auch auf Platz 20 ist, aber der ist nicht ausgegraut. Keine Ahnung, ob der irgendwie auch parallel mit rausgeflogen ist oder so. Den auf jeden Fall nicht und es ist ja echt krass, hier direkt mir. Schon in der dritten Runde hier das Safety Car. Das ist voll cool, dass ich jetzt erster bin, direkt hinter dem. Geiler Benz hier vor mir. Ey, das ist doch scheiße. Ich hätte mit Gelb versuchen können durchzufahren. Ich weiß, Unfall oder so hin oder her wäre wahrscheinlich vielleicht... Wird mir das jetzt angesagt, wenn der weggeht? Ja, das bekommst du angezeigt und die Box müsste dir das eigentlich auch sagen, glaube ich. Okay. Und dann machst du quasi den Safety Car Start. Alter. Also du... Ist ja richtig, ja, aufregend hier bei mir. Das, ja. Krass. Ich habe die Safety Car Kolonne gleich eingeholt, muss ich gleich aufpassen, dass ich nicht zu schnell... Dass ich nicht gleich nochmal meinen Frontflügel abfahre. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich manchmal hier dem Safety Car fast reinfahre. Weil in den Kurven bremst du halt richtig ab. Ui, okay. Also, Platz 19 für mich. Und das ist so dumm, Alter. Das ist so... Ich verstehe es nicht. Ich habe gelb eingestellt, das ist ein Bug. Muss ein Bug sein. Ich habe halt gelb eingestellt und bekomme einfach fucking rot. Ich habe jetzt zurückgestellt auf rot, weil wenn ich jetzt nochmal boxen muss, dann vielleicht... Also, wobei, jetzt gerade erstmal noch auf gelb. Erstmal nicht davon aus, dass ich jetzt in den nächsten zwei Runden oder so wieder an die Box muss, aber naja. Aber es war, glaube ich, echt wegen Hülkenberg. Ja, der ist auch irgendwie weg. Keine Ahnung. Ich glaube, es war wegen dem. Nee, du musst aber hoffentlich nicht an die Box. Ich hoffe, dass du jetzt aufholst wieder. Also nach Strategie. Laut Strategie müsste ich. Glaube ich, jetzt noch einmal an die Box. Ja, hoffentlich baust du halt keinen Unfall, das ist halt das. Ja, ich muss halt jetzt irgendwie versuchen, möglichst viele zu überholen von den langsamen, ich sag mal langsamen Autos, weil unser Ferrari ist natürlich eigentlich ein besseres, ja, Auto, ja, aber muss mal schauen, wie gut ich denn dann tatsächlich bin. 19. Aber bist du, hast du gesagt, ne? Ich bin 19. ja. Und Hülkenberg fährt auch nicht mehr mit, also ich bin quasi... Ja. Von denen, die auf der Strecke sind, letzter. Nee, da holst du auf jeden Fall auf. Also du musst schon in die Top 10, das wäre ganz geil. Ja, ja, Punkte ist auf jeden Fall angestrebt, ja, sag ich mal so. Oh, Safety Car kommt in dieser Runde rein. Oh, scheiße. Ja, das war schon mal das richtig schlecht gerade. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, dass ich es nicht verbaue jetzt.
Ich musste gerade noch mal ein bisschen aufholen. Safety Car ist verschwindet jetzt. Wer ist keinem hinten drauf fahren, aber. Dann mache ich den neuen Start. Ja. Ist voll geil hier, was bei mir hier abgeht gerade. Bei mir ist einfach gefährlich. Ich habe halt gar keine Lust, ist, den beim Start gleich hinten drauf zu fahren. Ah, gibst du schon Gas? Jetzt, oh, jetzt ja. Rennt der jetzt. Der ist aktiviert, deaktiviert. Was? Was jetzt? Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Okay, Abstand zum Team. So, mal gucken, ob ich gleich schon überholt. Spät gebremst. Sorry, Leute. Soll ich nachher, soll ich auf Gelb wechseln? Nur einen Stopp machen? Ja. Weiß nicht, wie lang. Ich habe halt Gelb nie getestet, so. Ich kann nicht sagen, wie lang Gelb tatsächlich aussieht. Ja, die haben mir gerade einen Vorschlag gemacht. Jetzt habe ich es nicht angewählt. Ich habe gar nichts gedrückt jetzt. Scheiße. Die haben mir gerade einen Vorschlag gemacht, dass ich in Runde 8 oder irgendwie reinkomme und dann nur mit Gelb weiterfahre. Ja, wenn ihr das vorschlagen, müsste das eigentlich funktionieren. Ja, ich habe es jetzt aber nicht angewählt. Kann ich natürlich trotzdem machen, aber. Ich fahre jetzt erst. Gerade einen lilanen Sektor gefahren. What the fuck? Ich fahre jetzt einfach mal so weiter. Hey, ich komme an den Autos hier vorne. Wenn ich unfallfrei bleibe, kann ich hier ganz gut aufholen. Junge, Hamilton ist einfach direkt hinter mir. Und dann der Platz 3 ist einfach 4 oder 5 Sekunden hinter mir. So gefühlt. Also, es ist richtig der Abstand zwischen Platz 2 und 3. Hamilton geht halt nicht weg von mir. Lol, das war gerade nicht geil. Die Kurve war nicht so nett. Ach, die haben. What the fuck? Die haben hier gerade alle gelbe Reifen. Deswegen. Ja, wurde mir auch vorgeschlagen. Die, dann machen die nur einen Stopp. Wahrscheinlich alle. Oh Gott, ich nehme die Kurven gerade richtig scheiße. Es sei zumindest hier gerade Leute, die ganz hinten im Feld sind, hatten gerade hier irgendwie gelbe Reifen. Oh shit. Ultraweich ist. Weißt du das? Das ist lila. Ultra ist lila. Also gesagt, wir nähern uns im Boxenstoppfenster, wir ziehen dir ultraweich drauf. Ja, genau, das war die Standardstrategie, dass du zweimal lila, einmal rot fährst. Achso, naja, dann machen wir das auch. Ich habe Runde 9 angewählt, dass ich komme. Ich bin ja schon 13. Also echt? Beide in den Punkten. Ja, ich habe gerade ein Doppelüberholmanöver gemacht. Richtig gut. Boah, Hamilton geht mich so auf, ne? Ich fahre gerade leicht unkonzentriert und Hamilton ist direkt hinter mir. Das macht mich noch nervöser. Safety Car, dass das gekommen ist, war halt echt noch die Rettung für quasi, dich, ja. Für mich. Das stimmt. Ich sehe die Punkte. Echt? Oh Gott, ich bin auf dem Rasen. Nice. Oh nein, das ist nicht gut. Nice, auf dem Rasen. Ja, ja, du hast gesagt, du siehst die Punkte, das ist ja yeah. Nice, ne, aber... Aber ich sehe sie immer noch, es ist nichts Schlimmes passiert. Das ist gut. Und ich muss schauen, dass ich jetzt von Hamilton wegkomme. Ich muss mich jetzt die Runde muss ich mich jetzt richtig konzentrieren. Gott, oh Gott. So Leute, ich hoffe übrigens, dass man mein Lenkrad nicht so krass hört. Das wäre nicht so geil. Bei mir auch. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Also ich glaube, mein Lenkrad hört man nicht, das ist eigentlich relativ leise. Ja, die leise, Pedale, ja, Pedalen, das kann auch sein. Ja, ich hoffe, dass bei mir auch nicht so, ne? Scheiße, Mann, das DRS ist jetzt aktiviert und Hamilton ist direkt an meinem Arsch. Ich kann es natürlich nicht nutzen, aber eher schon, das ist nicht geil. Der hätte mich fast aus der Kurve gefetzt, hätte ich da nicht Gas losgelassen. Ja, ich halte mich auch wackelig und wacker noch auf der Strecke. Ja, ich fahre nicht schlecht gerade, aber Hamilton ist halt auch hinter mir richtig eng. 11 Grad um Platz 11. Platz 3 ist halt 8 Sekunden knapp weg von mir. Nein, oh Gott, oh Gott. Platz 2 nicht. Ich bin tot. Na. Ach, shit. Was? Ich weiß nicht, ob ich hätte da bremsen dürfen, aber ich bin in Schlingern geraten und hab... wahrscheinlich zu doll gebremst oder... Oh shit, ich bin in den Strudel geraten und weg. Fuck! Oh nein! Jetzt bist du ganz raus, ne? Jetzt bin ich ganz jetzt raus. Jetzt kann ich alleine fahren, oder was? Jetzt, Leute, in der Infokarte könnt ihr rüberschalten zu Mike. Ey, ist jetzt deine Folge damit beendet? Meine Folge ist, ja, ich würde sagen, das macht ja keinen Sinn, dann schauen wir bei dir lieber. Ah, okay. Also, Leute...
wie Jan? Ja, sowieso, jetzt perfekt gerade 30 Minuten. Das heißt, die nächste Folge ist quasi komplett bei dir alleine. Ja. So ungefähr würden wir wahrscheinlich cutten. Krass. Oh man. Okay, Leute, dann, wie Jan schon gesagt hat, würde ich mich freuen, wenn ihr bei mir jetzt vorbeischaut. Denn bei mir geht's natürlich dann, in 2 Tagen wieder weiter mit der nächsten Folge. Dann können wir hier sogar eine richtige Abmoderation machen. Ja. Dann würde ich sagen, schau da vorbei, würde mich freuen. Und dann, ja, sehen wir uns auf deinem Kanal erst wieder in 4 Tagen ungefähr. Ganz genau, aber ich bin natürlich bei Mikes Video hier gleich in der zweiten Hälfte. Ja, klar, bei mir. Weiter hier am Start und kommentiere das Ganze. Ne? Also, schaltet ein, wir würden uns freuen. Haut rein. Ciao, ciao.